Rechnung nachstellen. Hock bloß ab hier! Hurensohn denn da? Hurensohn. Er hat das H-Wort gesagt. Er hat die H-Bombe gezündet. Verdammt. Hätte euer Leben. Hallo, hallo. Was guckst du? Nicht genug Platz. Danke für dein Hosting. Halte deine Hand über mich. Oh, Scheiße. Raus hier. Okay. Wo ist denn diese komische Weste? Rennt! Rennt! Andere Seite? Mit der Scheiße habe ich beim Aufstehen aber nicht gerechnet. So haben wir nicht gewettet, mein Freund. So. So, die schusssichere Weste haben wir an. Wunderbar. Alle wieder entspannt hier, ne? Alle ruhig und entspannt. Wunderbar. So gefällt mir das. So, wir sind wieder da. Wir sind wieder am Start. Was können wir denn Schönes heute machen? Gucken wir nochmal kurz ins Bayou. Wie sieht's denn da aus? Oh, schaut mal an. Nee, das ist das Kackrennen. Das will ich nicht. Hier ist noch ein Truck zu stehlen. Das machen wir doch gerne, oder? So, nochmal ganz kurz hier drüben in die Settings reingucken, wie das da aussieht. Oh. Was willst du denn mit der Knarre, Jungchen? Gar nichts. Deine Entscheidung, Kerl. Gut, gütiger, s'il vous plaît, lass mich das überleben. Mmh, Chorizo. Chorizo ist wirklich lecker, ja. Ja. Man sieht ja gar nichts hier. Hilfe, Nedo! So, mit voller Rache und Hass rasen wir wieder rüber ins Bayou. 120? 125? Yeah, baby. Ach, komm her. Echt jetzt? So, wir sind über 125 Meilen gefahren. Sehr geil. Battlefield Taschenlampe voraus. Meno. Na, Mutti. Was macht denn der verflucht? Autofahren versucht er. Hui. Das war die Sache mit der Motorhaube. Okay. Meine Motorhaube. Kommt sofort zum Mitnehmen, bitte. Mit Currysoße oder süß-sauer? Mit extra viel Hass. Ich brauche ein schusssicheres Auto. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Ach ja, wunderbar. Sieht doch viel geiler aus mit der offenen Haube hier. Ja, du mich auch. Lass uns schnell machen und hier abhauen.
bisschen was los hier, ne? Verdammt merkwürdig. Ja, total. Okay. Dann wollen wir doch mal schauen. Keins. Sehr schön, sehr schön. Nummer eins hätten wir. Gehen wir um das Gebäude hinten rum und schauen wir mal, was wir da erreichen können. Ne? Schau mal. Nimm-di-dum-di-dum. Mutterbildchen. Was war das? Was war das? Oh mein Gott. Schau doch mal einfach nach. Hier. Ist da wer? Nein, hier ist niemand. Hier ist gar niemand. Und die Moral von der Geschichte, wer's Pfeifen ignoriert, stirbt heute nicht. Komm mal einfach zum Papi. Komm mal einfach her. Ja, die KI ist schon super lustig in dem Spiel. Macht hellen Spaß. Die Jungs und Mädels zu veräppeln. Ja, komm. Ja, komm zu Papa. Komm. Hey. Bedenke, was das für Menschen sind. Das sind Dixies. Wow. Das warst doch nicht etwa du, oder? Wer ist du? Ich bin ich. Ich bin nicht du. Da hinten mal an der Schattenboxen. Das wollen wir mal gleich mal austreiben. Ne? Da 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 da. Names are pointless. Wunderschönen guten Abend. Ich grüße dich. Danke fürs Einschalten. Wie geht's? Wie steht's? Klingt gar nicht gut. Na komm, da finden wir schon dich, ne? Hmm.
Pointless, lass dich nicht trollen. Dr. Tod ist heute Abend richtig gut drauf. Du kannst mich da oben nicht sehen. Knallt dieses Arschloch ab! Dieses... Komm, ab! Ah! Oh, Deckung! Schenke dein Herz Gott, Junge! In dein Arschloch hier! Solange ich lebe, werden diese Nigger nicht gewinnen. Das sind aber keine netten Worte von dir, mein Freund. Schafft uns diesen Motherfucker vom Hals. Der Tod klopft an deine Tür, Junge. Gleich heulst du nach deiner Niggermama. Alter. Der Neger ist weg wie das Bier von gestern. Sag mal. Alter Schwede, ey. Wie kommt man denn da oben rauf? Gibt's da nicht irgendwo eine Leiter oder sowas? Schön durchs Kinn gejubelt. Was für Nummer warst du? Eine Elling. Der steht drauf. Jo, dann würde ich sagen, nicht weggucken. Der Dattel bedient sich an einem großen Auto. So, das Auto lassen wir hier stehen. Den kann ich nichts erreichen, ne? Alter. Der fährt sich auch mal zurecht hier.
So, auf Tour mit dem Truck. So. Ein großes Auto und da musste Daddel was kompensieren. Da ist dieses Auto noch. Muss ich was kompensieren? Was muss ich kompensieren? Keine Ahnung. Vielleicht ist das der Grund, warum ich so gerne ETS spiele. Wer weiß das? Besoffen oder was? Besoffen oder was? So, weg da! Also ETS geht irgendwie leichter. Was fährt der mir hier rein? Geht's ihm gut? Yeah, baby. Im Prinzip ist das kein Auto, sondern ein Lastkraftwagen. Ein Auto wäre ein PKW oder auch Personenkraftwagen. Nach der StVO Paragraph schieß mich tot, hast du nicht gesehen. 0815 LMAA und 4711. Haben wir heute Morgen einen kleinen Klugscheißer gefressen zum Frühstück, Herr Tod? Silberlöffel raus aus der Gusche. Jo, nicht genug Platz, hat's erkannt. Was sagt denn der heutige Glückskeks? Mach doch mal Ausrufezeichen Keks, bitte. Wie eine Apfeltasche. Wow, der war schon wieder bei McDonald's zum Frühstück. Bei dir der Wohlstand ausgebrochen, oder was? Das ist doch mal eine Aussage, ne? Was der Glückskeks da uns erzählt. Und wenn ihr eine Frage beantwortet haben möchtet, ich habe auch die magische Miesmuschel dabei. Ja, also stellt eine Frage und macht dran Ausrufezeichen Mamimu für die magische Miesmuschel und sie sagt euch, was Ambach ist. Passiert ist passiert. Ja, passiert ist passiert, genau. So, die Troller ist Matsch. Alles gut. Aber das Butterbrot war schon schlecht. Ach ja, je, echt? Das soll reichen? Na gut, wenn du sagst, dass es reicht. Lieferung abgeschlossen. Vito ist glücklich. Sehr schön.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. In diesem Gebäude gibt es noch eine Erste-Hilfe-Packung, die ich ganz gerne mitnehmen möchte. Die Frage, wie komme ich in dieses Gebäude hinein? Fragen über Fragen. Bist du eine Tür, die sich öffnen lässt? Absolut. Ach, ich bin ist hier. Nett hier. Vielleicht bleibe ich später noch und nehme einen Dampfbad. Jojo, alles gut. Sehr schön, sehr schön. So, dann haben wir noch irgendwas oben. Um die Ecke. Gut, dass ich die nicht geheiratet habe. Meine Schwester arbeitet im Royal. Sie potzt immer noch das Blut von den Wänden. Ah, hier. Hier gibt es noch ein Treppenhaus. Diese ganze Gewalt in der Stadt neuerdings. Leute stürzen einfach so zu Tode. Das ist einfach schrecklich. Ja, furchtbar, ne? Man fragt sich, wie kann sowas passieren? Du kannst mir nicht erzählen, dass diese Stadt sich nicht weniger sicher anfühlt. Und es sind nicht nur die Raubüberfälle und die Drogendealer. Es ist etwas Böses hinter all dem. Etwas Verfaultes. Göttlicher Arsch. Mein Bot ist sehr wählerisch, Tim. Ist nett hier. Vielleicht bleibe ich später noch und nehme ein Dampfbad. Oh, mein Auto ist hier. Wie nice. Das mit dem Reifen ist aber nicht original, oder? Herrlich, herrlich, herrlich. So, dann gucken wir noch mal, ob wir im... Guck mal, wir haben schon wieder was da unten im Bayou. Komm her, wir machen noch ein paar Aufträge für Vito. Dann habe ich ein bisschen mehr... habe ich ein bisschen mehr Sympathiepunkte beim Vito. Und das hilft mir vielleicht... Das hilft mir vielleicht später bei den Entscheidungen. Wieso ist jetzt das Ding weg? Ist jetzt da gelandet? Okay. Na gut, dann fahren wir dahin. Wenn ich nachher die Distrikte verteile, weißt du? Weil ich habe jetzt eine ganze Masse... Gefallen für Burger füllt, weswegen ich keine Sanktionen gekriegt habe, als ich dann diese Bezirke Vito bzw. Cassandra gegeben habe. Ja. Versicherungskarte, my ass. Ich habe schon einen Monat nichts getrunken, also. Nenn mich Lincoln. Muss mich nicht von meinem Titel nennen, das ist nicht nötig. Und was cool ist, durch das Overclocking habe ich es dann auch geschafft, dass mein... dass das Ganze ein bisschen flüssiger jetzt läuft, ne? Aber das wird dieses Jahr sowieso noch viel besser, weil dieses Jahr kommt der i7, der neue i7 bei mir ins Haus. Und dann sieht alles noch viel besser aus. Und ist jetzt schon nicht schlecht, ich bin jetzt mit 3,9 GHz unterwegs. Montag kommt meine neue Wasserkühlung. Ich habe mir die neue kleine Corsair 240 Light All-in-One geordert. Die ist gerade super günstig bei Alternate für unter 50 Euro zu haben mit 220er Lüftern drauf. Bei dem Preis sage ich mal, okay, kein Problem. Ne? Darf Mr. Duddle übertakten? Mr. Duddle darf das. Mr. Duddle hat einen Darfschein.
Irgendwas ist schiefgelaufen, ne? Meine Motorhaube ist noch da. Wieder hier. Okay. Nein, Mr. Daddel kriegt kein Computerverbot. Ich glaube, wir brauchen hier oben mehr Leute. Höre ich da was? Ich weiß nicht, ob du was hörst. Ein Eichhörnchen war das nicht. Das ist ein pfeifendes Eichhörnchen. Alter, diese Dixies, ne? Hochintelligente Menschen. Sekunde, Augenblick. So, der Sound scheint ja erstmal ganz okay zu sein. Das heißt, ich kann das Soundfenster wieder mal wegpacken. Dann hole ich mir nochmal schnell hier drüben dieses Fenster rüber. Sekunde, geht gleich los, geht gleich weiter, meine ich. Einmal den, genau, den wollte ich noch haben. Dann kommt er wieder zu, dann machen wir nochmal einen Refresh. Warum? Augenblick. Okay, dann dauert es noch einen kleinen Augenblick, bis das angezeigt wird. Okay, gut. Macht euch bereit. Ja, dann sucht mal schön weiter.